Dad, das ist idiotisch. Dad, ich fahre nicht 5 Stunden hin und zurück, um dir deine Vitamintabletten zu bringen. Jetzt red keinen Blödsinn. Die Dinger bekommst du rezeptfrei in jedem Supermarkt. Du führst dich auf, als hättest du sie nicht alle. Doch, genauso. Wie du meinst, du mich auch. Und jetzt fühle ich mich mies. Warum? Weil ich gerade meinen Vater als Idioten beschimpft habe. Das war falsch. Mein Gott, wenn ihm jetzt was passiert und das eben das letzte Gespräch war, das wir geführt haben. Dann bist du fein raus. Verdammt. Wir haben uns gestern so nett verabschiedet. Wenn ihm schon was passieren soll, wär's gestern perfekt gewesen. Wenn's jetzt passiert, bin ich doch erledigt. Dann ruf ihn noch mal an. Nein, nein, das ist peinlich. Weißt du, und außerdem schreist du ihn noch mehr an. Dein Karma ist schlechter als meins. Tja, unsere letzten Worte waren netter Haarschnitt, danke. Mein Gewissen ist ruhig. Hi, Daddy, ich bin's. Hör zu, ich bin eben ein bisschen ruppig gewesen und ich möchte mich entschuldigen. Ich liebe dich. Nein, das hat nicht zu bedeuten, dass ich mich jetzt auf den Weg zu dir mache. Weil ich mich nur für die Art und Weise entschuldigt habe, nicht für den Inhalt. Pech gehabt, ich werde nämlich nicht hinkommen, du alter Meckerzausel. Wir sehen uns in 5 Stunden. Okay, ein kleiner Tipp. Wenn du den Surround-Ton hören willst, musst du Rot in Rot und Gelb in Gelb reinstecken. Weißt du was? Ich hab genug von deiner Hightech-Fachmann-Schlaumeierei. Kann man das jetzt reinstecken oder was? Nein, ich arbeite an Stromleitungen. Ja, Mann. Ich will dein Skelett sehen und wie deine Zähne schlottern. Los, leg es hin, bitte, Dicke. Ja. Seid ihr immer noch bei der Kiste? Was soll man machen? Er hat so viel Ahnung von Technik wie ein Mädchen. Doug, was soll das eigentlich? Der Ton des Fernsehers ist einwandfrei. Und umrundet er uns? Nein. Jetzt mach dich bitte nicht lächerlich. Das ist meins. Hallo? Hi, Mom, was gibt's? Oh mein Gott. Wann ist das passiert? Was? Meine Großtante ist tot. Oh nein. Kelly, das tut mir leid. Entschuldigt mich. Nur eine Sekunde, Laura. Klar. Ja. Oh, das ist ja schlimm. Ja. Ich kann nur hoffen, dass sie jetzt nicht gehen. Deacon ist noch nicht fertig damit. Ein Mensch ist tot. Okay? Und du machst dir Sorgen um deinen Surround-Ton? Nein, nur jetzt haben wir absolut gar keinen Ton. Komm schon, Carrie, es ist nur eine Großtante, nicht mal eine echte. Das ist wie Obst aus Wachs. Okay, sagen dir die Worte angemessenes Verhalten etwas? Und wie soll ich mich verhalten? Soll ich etwa heulen? Soll ich meine Fäuste recken und rufen, wieso gerade sie? Ich weiß es auch nicht. Ich finde aber, wir müssten ihnen irgendwie beistehen. Wie denn? Was weiß ich, einen Tee machen oder so. Ein Tee wegen der Großtante? Musst du denn so übertreiben? Hey, kommt ihr klar, Deacon? Und wie fühlt sich Kelly? Naja, es geht. Wisst ihr, ihre Tante war schon eine Weile krank. Trotzdem, traurige Sache. Ja, aber doch nicht so wie bei einer richtigen Tante. Was? Können wir euch vielleicht einen Tee anbieten? Nein, danke. Wir müssen eine Menge erledigen. Wir fahren rüber und brauchen jemanden für die Kinder. Kann ich kurz telefonieren? Selbstverständlich. Sollen wir uns vielleicht anbieten zum Kinderhüten? Wer, wir? Ernsthaft? Ja, wieso nicht? Immerhin sind wir Paten. Das ist doch gegessen. Wir haben ihm ein Sparbuch geschenkt. Naja, wir sollten es ihm fairerweise anbieten, findest du nicht? Ich weiß nicht, ich... Hey, mein Schatz. Geht's einigermaßen? Hey, Kelly. Wir fahren zur Beerdigung nach Chicago, da vergraut mir. Habt ihr schon jemanden gefunden, der auf die Kinder aufpasst? Nein, unser Babysitter kann nicht. Wir versuchen es weiter. Aha. Hey, eine verrückte Idee. Wir kümmern uns einfach um eure Kinder. Wirklich? Aber ich meine, das ist wirklich süß von euch, aber das ist nicht ganz einfach. Ach, wir schaffen das schon. Die sind zwei, wir sind zwei. Außerdem sind wir größer, richtig? Schatz. Klar.
Wieso nicht? Also dann ja. Das ist doch großartig. Großartig, ja, fantastisch. Und was ist mit den Lautsprechern? Ich sag dir, das wird eine super Übung für uns. So eine Art Torwandschießen für zukünftige Eltern. Man nimmt ein paar Babys, legt sie vor sich hin und kickt drauf los. Was ist mit dir? Dieses Zögern. Was? Wer hat gezögert? Deacon und Kelly, als wir vorgeschlagen haben, die Kinder zu hüten. Das ist doch Unsinn. Nein, ist es nicht. Es war eindeutig. Besonders Kelly. Offenbar war sie nicht sehr begeistert davon, uns mit ihnen allein zu lassen. Ihre Großtante ist tot. Sie ist wahrscheinlich vor Trauer ganz verrückt. Nein, nein, nein. Sie haben gezögert. Und nicht deinetwegen, sondern meinetwegen. Ich stehe nun mal nicht so auf Kinder. Und sowas spüren die eben. Immer wenn jemand sagt, Kinder sind unsere Zukunft, sage ich, wenn du meinst. Du schaffst das mit links. Nein, nein, ich schaff's nicht. Ich meine, ein Schnodderfleck auf meinem Shirt und ich fange an, mich zu betrinken. Oh mein Gott, ich bekomme wieder diese Panik, wie ich sie krieg, bevor ich fliege. Ich kann das nicht, Doug. Ruf an und sag ab. Absagen? Carrie, das ist keine Tischreservierung. Sie haben sonst niemanden. Weißt du, ich finde, sie sollten die Kinder mit zur Beerdigung nehmen. Es ist gut, wenn Kinder tote Menschen sehen. Das Kind in diesem Film, The Sixth Sense, hat haufenweise Tote gesehen und kam bestens damit klar. Er kam nicht damit klar. Er war ein kleiner Freak. Und jetzt pack. Hier sind alle Telefonnummern. Telefonnummern, wunderbar. Essen für die Kinder steht im Kühlschrank, beschriftet. Im Kühlschrank, gut, dann muss ich keinen Rumsuchmarathon starten. Ist dir auch wirklich wohl dabei? Oh, wohl, glücklich und ausgelassen ist das Wort dafür. Deine Tante hätte ruhig früher sterben können. Das war nur ein Witz, ein Witz. Sie lebt jetzt an einem besseren Ort, bestimmt. Kelly, Schatz, wir müssen los. Okay, okay, auf Wiedersehen, Mäuschen, lieb sein, ja? Kirby, ja. Pass auf deinen Bruder auf. Wirst mir fehlen, Kumpel. Du mir auch. Tausend Dank, Leute, bis morgen. Ach, halb so wild. Euch was, klar? Schon gut. Kein Problem, kommt halt hey, wieder. Hey, wir müssen euch eigentlich danken. Nun ja. Jetzt sind wir auf uns gestellt. Aha, so weit, so gut. Soweit, so gut. Wir sehen uns später. Wow, 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 wow! Du gehst doch wohl nicht weg! Heute ist mein Arbeitssonnabend. Du hast nicht bemerkt, dass ich Uniform trage, oder? Gut, gut, warte, ein Vorschlag. Wie wär's? Du setzt dich hier hin mit den Kindern und ich fahr deine Runde, ha? Quittieren Sie hier, Ma'am, ist doch nicht schwer. Komm, beruhige dich. Die Kinder werden liebend gern den Tag mit dir verbringen. Zeig ihnen einfach deine zärtliche und fürsorgliche Seite. Hab ich denn eine zärtliche und fürsorgliche Seite? Ich glaube, das steckt in dir, ja. Du schaffst das schon. Okay, okay, ich schaff das. Ich liebe dich. Wiedersehen. Auch. Wiedersehen. Spielt schön. Hi. Hey. Wo ist denn meine Mami? Deine Mami? Ja, wo ist sie? Schatz, du hast dich eben von ihr verabschiedet. Schon vergessen? Wo ist sie jetzt? Okay, eure Mami und euer Papi fahren in eine Stadt, die heißt Chicago. Weil da nämlich jemand gestorben ist. Was ist gestorben? Das weiß ich auch nicht. Liebling, ich bin zu Hause. Ich bin in der Küche. Hey, Kirby. Hi. Der Kirbman. Der Kirbinator. Oh, oh. Hier kommt Spitzkasten, Herrinnen. So ist es gut. Oh nein, er hält sich nicht an die Kampfregeln. Er steckt in Schwierigkeiten. Oh, 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 Mann. Jetzt wird er wahrscheinlich seinen Weltmeistergürtel verlieren. Ja, es ist passiert. Wie fühlst du dich? Ich muss pinkeln. Okay, okay. Hey! Hey! Also? Niemand wird vermisst, du bist nicht betrunken, ich hab das Gefühl, der Tag war gut. Ich kann dir nur eins sagen, ich war großartig. Wir sind sogar draußen gewesen. Ich hab den kleinen Kerl festgehalten und er hat versucht loszuwackeln. Es war zum Küssen. Wieder zu Hause habe ich dreimal hintereinander Sesamstraße gesehen und ein paar schwierige Fragen zur Beziehung zwischen Ernie und Bert diskutiert. Eine haarige Sache. Hey, Kirby, hast du Hände gewaschen? Mit Seife! Ha? Ha?
Hast du das gesehen? Da hat jemanden das Mami-Fieber erwischt. Sieht aus, als hätte ich das tatsächlich in mir. Erstaunlich. Kirby, komm essen! Ich glaub's einfach nicht. Du machst richtiges Essen. Yep, Hamburger, Macaroni mit Käse und Fischstäbchen. Halleluja, es ist Weihnachtsmorgen. Hier, Schatz, ich schneide ihn dir in zwei Teile. Sieh einer an, ist das eine Familie oder was? Nicht ganz meiner Hautfarbe entsprechend, aber nicht. Okay, Baby ist zugedeckt und Kirby schläft schon. Und PS, ich bin ein begabter Schattenspieler. Ich meine, erst war er starr vor Angst, aber ich konnte ihn beruhigen. Schön. Was ist das denn hier? Wieso? Hier werden wir schlafen. Aber Deacon und Kelly haben doch ein Riesenbett da drin. Das ist richtig. Und wir schlafen hier drauf. Orthopädische Matratzen! Geh sofort von ihrem Bett runter! Versuch's mal. Komm, keine Mätzchen. Verstehst du, wir haben hier drin wirklich nichts zu suchen. Entspann dich, wir feiern. Was gibt's denn zu feiern? Die Feststellung, dass du wohl doch keine Rabenmutter sein wirst. Na gut, aber nur weil du sowieso schon alles zerwühlt hast. Ja. Hey, guck dir das an. Ein Dimmer fürs Licht. Eine heiße Sache. Hör auf, mir wird gleich schlecht. Und dazu noch etwas Musik. Oh ja. Ich schmelze. Aber mach erst die Musik leiser, du weckst die Kinder. Ja. Ja, und bist du stolz auf dich, Schatz? Ja, allerdings. Das darfst du auch sein. Ich finde, du machst das toll mit den Kindern. Als ich nach Haus kam und sah, wie du Major gehalten hast, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich mag es, wenn du so ein Baby an dir dran hast. Ich meine nicht wörtlich an dir dran. Das wäre ja eklig. Du siehst mit Kindern auch gut aus. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und Tor! Wow! Also das Licht hat wirklich geholfen. Was war das? Keine Ahnung. War hier eben irgendjemand? Das weiß ich nicht. Hey. Geht's dir gut? Und? War da jemand? Hat Kirby uns beim Sex gesehen? Möglicherweise. Was heißt das bitte? Wir konnten das nicht genau diskutieren. Was hast du denn zu ihm gesagt? Ich hab gesagt, hey, geht's dir gut? Und was hat er geantwortet? Er sagte ja. Mein Gott, wie konnten wir das nur machen? Wie konnten wir Sex im Bett unserer Freunde haben? Mussten wir uns wie Kaninchen benehmen? Nicht übertreiben. Ich will damit sagen, dass es falsch war. Ich will damit sagen, dass ein nettes, junges Paar aus Queens es nicht im Bett seiner Freunde treiben soll, während vier Schritte weiter die beiden Kinder der Freunde womöglich wach liegen. Ich habe jetzt einige Dinge zu reinigen. Komm schon, was war denn so schlimm daran? Wir sind erwachsen, verheiratet und wir haben uns gestattet, uns ein wenig auf den Wogen des Glücks zu wiegen. Doug, wir haben es auf Ihrem Bett vor den Augen Ihres fünfjährigen Sohnes getrieben und dank des Spiegels an der Wand konnte er es sogar verkehrt herum genießen. Er ist 5,5 und weiß sicher, wie der Hase läuft. Was sagen wir nur Deacon und Kelly? Deswegen haben sie gezögert. Sie wussten genau, ich würde es versauen und ich habe es versaut. Wieso habe ich dich auf mich raufgelassen? Au! Hey. Zum Ersten wissen wir ja noch gar nicht, was er Ihnen alles erzählen wird. Zweitens wissen wir nicht, ob er überhaupt was gesehen hat. Stimmt, ja. Weißt du was? Morgen früh stehen wir auf und fühlen ihm auf den Zahn, um zu sehen, ob überhaupt Grund zur Sorge ist. Okay? Okay? Okay. Gut, dann legen wir uns jetzt schlafen. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Hey, ein Umzug aufs Sofa bringt ihm die Unschuld auch nicht mehr zurück. Hör zu, mein Kleiner, wenn du weiter so zappelst, bleibt der Klebestreifen noch an deinem kleinen... Ups, schon passiert, entschuldige. Schatz, ich krieg die Windel nicht mehr angezogen. Irgendwie habe ich den Mami-Schwung total verloren. Hat er schon was gesagt?
Nein, hat er nicht. Hi, Kumpel, guten Morgen. Na, was machst du denn da? Spielst du mit deiner kleinen Schule? Macht Spaß, hä? Hey, da haben wir ja eine hübsche kleine Lehrerin und, oh, da ist auch ein Farmer ganz in der Nähe, du. Erzählst mir dann, ob du die Geschichte schon mal gesehen hast, ja? Guten Tag, hübsche Lady, ich bin Farmer Jones. Hi, ich bin Mary Lou. Henna. Hoppla, ich bin hingefallen. Ich will Ihnen gerne wieder hochhelfen, aber meine Hose ist offen. Ups, jetzt bin ich auch hingefallen. Dann wälzen wir uns doch ein bisschen rauf und runter. Hey, Larry Flint, kannst du ein paar Gänge zurückschalten? Willst du es mal versuchen? Ja, zieh du inzwischen das Baby weiter an. Okay. Gut, hast du ihn? Ja. Hi, Schätzchen. Na, geht's dir gut? Hast du was Schlimmes geträumt heute Nacht? Zum Beispiel von einem großen, furchterregenden Polarbären, der auf einer Ballerina lag? Oder sowas Ähnliches? Ich habe beide Beine in ein Loch gesteckt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hey, wer will mit mir spielen? Ich will spielen, Doug. Ist ja toll, es geht so. Was war das Schlimmste, was du in den letzten 24 Stunden gesehen hast? Hallo, wir sind wieder da. Mami! Hey, da seid ihr ja wieder. Hi. Na, du? Hi, 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 hi. Wir sind früher geflogen, damit wir euch erlösen können. Sind die kleinen Monster lieb gewesen? Oh, nicht nur das. Sie waren fantastisch. Aber genug von uns. Wie war die Beerdigung? War's nett? Ja, es war nicht so amüsant, wie ihr vielleicht denkt. Tja, der Tod. Ich bin auch nicht unbedingt ein Fan. Zieh dich an. Ist hier irgendwas los gewesen? Ach, woher denn? Es lief bestens. Wir gehen dann auch, sozusagen. Ja. Wollt ihr nicht noch mit uns einen Kaffee trinken? Nein, nein. Wisst ihr, wenn wir uns schon von den Kindern losreißen müssen, dann schnell wie bei einem Pflaster. Ja, im Augenblick tut es zwar weh, aber der Schmerz ist schneller vorbei. Wiedersehen. Bis okay, bald. Freunde. Hasta la vista. Oh Mann, die Wurst schmeckt so gut, ich möchte mich drin einwickeln. Wie kannst du jetzt nur da sitzen und essen? Kirby beschreibt wahrscheinlich im Moment, was wir getan haben. Schatz, Sie sind seit über 2 Stunden wieder zu Hause. Wenn er was erzählen wollte, hätte er es wahrscheinlich schon längst gemacht. Habe ich recht? Habe ich recht? Ich brauche Pickles. Mag sein, vielleicht haben wir Glück gehabt. Hör zu, selbst wenn er was gesehen hat, wird das längst wieder vergessen haben. Weißt du noch, was gewesen ist, als du 5 warst? Nein, das ist lange her. Aber er ist immer noch 5. So schnell vergisst ein Kind nicht. Oh mein Gott, das sind sie. Ich kann es fühlen. Ich merke es am Klingeln, dieser wütende Ton. Ja? Nein, danke. Wir sind zu alt für sowas. Okay, wiederhören. Wer war das? Jemand wollte mir ein Abo andrehen. Für Teen People. Oh. Wieso hast du gesagt, wir wären dafür zu alt? Du kennst die Teen People Nummer auswendig? Ich rufe ganz sicher nicht die Teen People an. Ich werde das mit Deacon und Kelly jetzt klären. Lieber Himmel, was soll denn der Mist? Ich halte das nicht aus. Ich will jetzt wissen, was da los ist. Carrie, wieso zum Teufel wächst du schlafende Hunde? Ja, ja, ich mach das schon. Hey, Kelly, na, wie geht's? Ja, wir wollten nur wissen, wie es den Kindern geht, weil wir sie ganz furchtbar vermissen. Mhm. Wirklich? Okay, wir treffen uns dann da. Okay, bis gleich. Sie haben uns für heute zum Essen eingeladen, um uns zu danken. Hey, na siehst du, Perverse lädt man ja wohl nicht zum Essen ein. Also ich jedenfalls nicht. Hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Gesehen oder nicht gesehen, egal. Jedenfalls hat er die Klappe gehalten. Ja, dann hat er gemeint, mein Shirt ist dreckig. Wir müssen es in die Waschmaschine tun. Versteht ihr? Er wollte Waschmaschine sagen. Hat er nicht hingekriegt. Der Junge ist ganz große Klasse. Hey, Kumpel, willst du was von der Eiscreme? Leute, das wäre das dritte Dessert. Ich glaube, er hat jetzt genug. Oh, er verdient es auch, weil er einfach zum Anbeißen ist. Nicht wahr, mein Süßer? Wenn er kotzt, findest du das nicht mehr. Okay. Hey, was malst du denn da, Kirby? Ein Bild von Doug und Carrie. Oh, das ist lieb. Ist das nicht zauberhaft?
und davon, was Sie gestern Nacht gemacht haben. Oh, wir brauchen eigentlich gar keinen Bildschatz. Ja, wir haben genug Bilder. Bis zum Abwinken, ja, könnte man sagen. Das stimmt wirklich. Ja, aber nicht von meinem Kind. Er signiert und nummeriert sie alle. Ja. Ich wette, du kannst meine Hand nicht malen. Das will ich auch Los, nicht. Versuch es, ganz in Rot, wie ein kleinen Truthahn. Lass ihn doch einfach in Ruhe sein Bild malen. Na schön, na schön. Er kann vom Malen schwul werden. Was? Es ist wahr, das ist meinem Freund Bill passiert. Sag mal, seit wir zurück sind, verhaltet ihr euch sehr merkwürdig. Was ist los? Na gut, die Wahrheit ist, wir müssen euch etwas sagen und das ist ziemlich schwierig für uns. Er fantasiert ganz schlimm. Ja, ja, das tut er. Seine Zeichnungen, wie ihr sehen könnt, zeigen ganz genau das Gegenteil von dem, was in Wahrheit passiert ist. Fertig, Mami. Oh, das übernehmen wir. Ja. Ich fürchte, es wäre wohl unpassend, wenn wir das an den Kühlschrank hängen. So von mir aus. Fällt dir auf, wie sehr diese Zeichnung mir schmeichelt? Ja, das tut sie. Oh Gott.